Aha, sie ist wieder da. Ja, das ist jetzt mein dritter Anlauf, dieses Video zu drehen. Und ich warne euch vor, ja. Es ist ein Vlog gemischt mit einem Favoritenvideo. Total durcheinander. Und das liegt daran, dass ich einen sehr komischen Geschmack habe zurzeit. Ich war ja übelst begeistert von diesen ganzen Koralletönen und so. Bin ich immer noch, aber irgendwie war das Wetter jetzt wochenlang so schlecht, dass mir das irgendwie alles wieder verdorben hat. Und heute ist übrigens der zweite Tag, an dem es warm ist. Also macht es mir wieder einen Strich durch meine Make-up-Farben-Lehre. Und dann habe ich mich total verliebt in die Kombination von Sable und Naked Lunch. Das sind zwei MAC-Lidschatten und habe die dann irgendwie Tage hintereinander getragen. Und dann habe ich jetzt eine Woche lang fast gar kein Make-up getragen und habe es dann heute wieder geschminkt. Ich gehe gleich nochmal näher ran. Moment. Also das ist Naked Lunch und der links davon, also der da, das ist Sable. Und ich trage Naked Lunch nass auf. Mit MAC Fix Plus. Aber ich, oh, das werde ich auch noch ganz, ganz oft gefragt, ob man das auch mit Wasser feucht auftragen kann. Und ja, das kann man machen. Viele sagen, MAC Fix Plus lohnt sich nicht vom Geld. Andere sagen, es lohnt sich. Also ich vom Bauchgefühl, ich benutze ihn ja auch. Also ich würde vom Bauchgefühl sagen, dass es sich schon lohnt. Aber es ist jetzt nicht unbedingt so das, was ich auf jeden Fall kaufen würde vor allen anderen Sachen. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach ja, Moment. Voila. Also das ist Sable in der Lidfalte und Naked Lunch auf dem beweglichen Augenlid. Und ich finde die Farbkombo total hübsch. Die passt doch eigentlich ganz gut zu so Leder, so braun. Und jetzt kommt der Twist, ja. Der Twist ist nämlich der, dass ich in letzter Zeit total gerne richtig warme Farbtöne getragen habe. Und Moment. Unter anderem nämlich den hier. Das ist ein Nagellack. Obviously. Brown Bag aus der Prêt-à-Papier-Kollektion. Und das ist ganz komisch mit dem, weil ich ihn irgendwie andauernd getragen habe. Und Freckle Tone von MAC. Geniale Farbe. Richtig schönes, karamelliges Braun. Und auch richtig schön hell. Und das Braun bleibt auch auf den Lippen so ähnlich wie auf dem Lippenstift. Man muss ihn auftragen, weil er zuerst immer total gruselig aussieht. Und Jubilee. Der ist ein bisschen kälter, aber immer noch so richtig schönes, warmes Braun. Ich halte euch die mal nebeneinander. Die habe ich auch total geliebt. Und ja, es gibt noch einen Lipgloss von Bobbi Brown, den ich auch über alles drüber schmiere. Also in letzter Zeit war ich total fanatisch. Es gibt auch noch andere Lidschatten, die genauso aussehen. Also so ein karamelliges Braun sind. Und ich habe irgendwie andauernd zu diesen richtig warmen Farben gegriffen. Und alles, was irgendwie halbwegs kalt war, hat mich total kalt gelassen. ja, sehr schön. Ach ja, was ich noch da... Um jetzt wieder den Bogen zurück zu den ursprünglichen Anfängen dieses Videos zu spannen. Ja, also habe ich dann eine Woche lang gar nichts getragen und habe dann heute das wieder geschminkt und habe festgestellt, dass das mit keinem Lippenstift, den ich besitze, funktioniert, weil das so semi-warm ist. Also es ist nicht unbedingt richtig warm, aber es ist auch nicht kalt oder rosa und es passt nicht zu den anderen Lippenstiften. Und das ist noch so ein Problem, das ich habe, ja. Also ganz ehrlich, sobald ich irgendwas mit meinen Augen mache, greife ich sofort zur Nude-Lippe. Und das ist wirklich ein Desaster, weil so komme ich nur dazu, entweder ein Augen-Make-up zu tragen oder eine schöne Lippenfarbe. Und ich rede von, also solche Farben gehen nur mit total dezentem Eyeliner. Übrigens benutze ich da total super gerne den Espresso Ink Longwear Gel Eyeliner von Bobbi Brown. Und am allerliebsten, und ich habe es jetzt auch, oh, ich habe es ausgetestet und ich bin mit dem Test am Ende angekommen, dass ich den Ultra Fine Eyeliner Pinsel am meisten empfehlen kann. Also der ist wirklich, ich finde den genial. Und er sieht ein bisschen verkrüppelt aus, weil ich ihn vorhin benutzt habe. Ich kann euch das ja nochmal zeigen im nächsten, in einem anderen Video oder so, aber der ist richtig toll. Okay, in dem Kontext weiter habe ich auch die Pink Rebel... Rebel Luster Drops von MAC immer benutzt, und zwar um hier oben so eine Art, ja, Highlight zu setzen, weil ich ehrlich zu, also viele mögen die ja auch überhaupt nicht, was ich eigentlich nicht verstehen kann, weil ich auch den Soft and Gentle, das Mineralized Skin Finish habe, und wenn ich das mit Fix Plus nass mache, damit es nicht ganz so bröckelig ist,
dann hat man das eigentlich nicht so schön sanft und natürlich. Und Pearl Cream Color Base ist irgendwie auch überhaupt nicht mein Fall. Also ich mag die. Und mein MAC-Counter wurde nochmal neu beliefert. Deshalb erwähne ich jetzt auch nochmal, ich weiß nicht, vielleicht wurden die anderen auch nochmal beliefert, Sand & Sun. Ich mag ihn, weil er so pfirsichfarben und warm ist. Hier kommt wieder Warm-Reni durch. Warm-Obsessions-Reni. Naja, so. Und das meine ich mit, ich war total langweilig, weil ich habe dann auch mal, nagellacktechnisch habe ich auch noch was zu sagen. Und zwar, was für ein Durcheinander-Video. Wobei ich mit den Sachen anfangen sollte, die ich am tollsten finde. Und zwar habe ich von meinem Freund den hier zum Geburtstag bekommen. Das ist For Audrey von China Glaze. Und der sieht ziemlich, ziemlich ähnlich dem Nouvelle Vague. Ich hoffe, er wird so ausgesprochen von Chanel. Das ist ja der Trendlack des Sommers 2010. Und was mir da dran absolut auf den Tod nicht gefällt, ist, dass der von Chanel Schimmerpartikel hat. Und der For Audrey hat überhaupt keine Schimmerpartikel. Und Essence hat jetzt eine Surfer Babe LE rausgebracht. Und die sehen einander zwar nicht wirklich ähnlich, weil der hier grünlicher ist, aber der ist auch nachher auf dem Nagel ganz anders. Und das hier ist The World's Coolest. Und ich habe davon auch Swatches und Texte, die kann ich euch in der Infobox verlinken. Also wenn ihr mich fragt, dann ist das einer der Trendlacke des Sommers, weil er auch wunderschön cremig ist, ohne ein einziges Schimmerpartikelchen. Und ich finde, er sondert sich so ein bisschen ab von diesem Nouvelle Vague und For Audrey Hype, dadurch, dass er einfach heller ist. Und ich finde die Farbe total toll. Also ich kann ihn euch wirklich nur empfehlen. Ich finde, Essence hat da wirklich was rausgehauen, was total toll ist. Und da gibt es auch noch andere Lacke in dieser Kollektion. Das hier ist Hang Loose. Von dem gibt es auch einen Swatch. Und von dem dritten gibt es auch einen Swatch. Das ist eigentlich auch ein wunderschöner Lack. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, aber den hier mag ich persönlich an mir nicht so. Deshalb kriegt Mara ihn. OPI My Chihuahua Bites sieht genauso aus wie der rote Lack aus der MAC to the Beach LE. Und ich habe keinen blassen Schimmer, wie man ihn ausspricht. Scorcher. Aua, aua. Alle Engländer rumpfen sich gerade die Nase wund. So, dann wollte ich noch eine andere Sache sagen. Und zwar Big Bag Theory von Essie. Okay, guckt ihn euch erstmal an. Es sieht aus wie ein Rot, das so einen pinken Anteil mit drin hat. Und so ein bisschen kirschig, ist aber nicht so richtig kirschig. Und ich hatte sehr große Erwartungen an diesen Nagellack. Und ich habe ihn gekauft, nachdem ich wochenlang um ihn herumgelaufen bin. Der sieht aus wie ganz übliches Handels, helles Blutrot, was ich schon besitze. Und es ist traurig. Also, wenn ihr bei dem hier die Farbe haben wollt, die in dem Glas erscheint, dann kauft ihn nicht, weil bei mir ist es nicht die Farbe geworden, leider. Oh, die Zeit läuft mir davon. Essence Sun Club gibt es jetzt auch Nagellacke und auch in so einem Aufsteller. Und ich habe Chocolicious gekauft, den trage ich auch gerade. Das ist so ein richtig dunkles Braun. Und wie ihr sehen könnt, also aufgetragen ist das beinahe schon schwarz. Aber ich finde das toll. Und der riecht nach Schokolade. Es gibt auch einen gelben. Ich glaube, der riecht nach Banane. Der ist noch in meiner Tasche, weil ich unbedingt einen gelben haben wollte, ohne Schimmerpartikel. Weil Catrice Feed the Birds ist ja... Don't feed the birds. Feed the birds. Sehr gut, Reni. Mach mal aus dem Namen einfach das genaue Gegenteil. Ja, weil der hat Schimmerpartikel. So, ich glaube, ich habe gleich alles abgeredet, was ich mit euch reden wollte. Ich wollte noch kurz sagen zu den Aven-Sachen. Ich glaube, ich werde dazu auch eine ganze Review drehen. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie ich die Sachen so insgesamt alle finde. Aber ich kann euch das Thermalwasser... Ich habe voll die Aussetzer. Ich kann euch das Thermalwasser sehr, sehr empfehlen und total ans Herz legen. Weil, warum rieche ich jetzt daran? Das riecht nach gar nichts. Ich glaube, das ist der Reflex eines jeden YouTube-Gurus, der irgendwie Videos macht. Sobald man irgendwas aufmachen und dran riechen kann, dann macht man das. Genauso wie man noch so eine Sache, ja, ganz ehrlich, ich gucke immer hinten drauf und sage dann den Namen. Wobei ich weiß, dass Freckletone Freckletone ist. Ich kenne alle Namen von allen meinen Lippenstiften. Und ich gucke trotzdem in jedem Video hinten nochmal drauf. Das ist einfach so ein Reflex. Und ich weiß eigentlich, wie die Sachen heißen. Zurück zum Thermalwasser.
Also ich sprühe das abends auf mein Gesicht und gehe dann schlafen und ich brauche dann abends keine Creme. Es sei denn irgendwie, meine Haut ist besonders irritiert oder so. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Und die anderen Sachen, ja, wie gesagt, dazu werde ich noch eine Review machen. Und ich glaube, ich wollte noch etwas sagen. Ach ja, und zu dem Brown Bag verlinke ich euch auch unten noch ein Swatch. Und ich bin übrigens immer noch nicht dazu gekommen, den Sea of Green Lidschatten auszuprobieren. So, komischer Klingelton, wer hat den denn eingestellt? Okay, vielleicht war es auch ganz gut, dass mir ein Anruf einen Strich durch meine Laberei gemacht hat, weil sonst würde ich jetzt so stundenlang weitererzählen. Ja, im Endeffekt, also das Fazit dieser ganzen Laberei ist, dass ich sehr, sehr auf warme Farben stehe in letzter Zeit. Vielleicht mache ich da sogar ein eigenes Video dazu und erzähle euch irgendwie, was genau für Lidschatten ich da meine. Und es ist ja eigentlich auch nichts Schlimmes, aber ich fühle mich so langweilig im Vergleich zu sonst, weil ich irgendwie in letzter Zeit so viele Make-ups ausprobiert habe und so viele neue Farben und so. Naja, egal. Alles zu seiner Zeit, immer mit der Ruhe. Ich wünsche euch ganz, ganz einen wunderschönen Abend und ja, mal sehen, was ihr so als nächstes seht und ob ich endlich mal dazu komme, diese alten Videos hochzuladen. Wahrscheinlich lade ich sie erst hoch, wenn ich irgendwie 85 bin oder so und dann sitzt ihr auch alle da in eurem Rollstuhl und eurem Schaukelstuhl und eurem Gehhilfenteil und sagt, ach ja, die Reni, so sah sie früher also mal aus. Okay, ja, tschüss.